Moin und hier zurück bei Destiny 2, meinem zweiten Charlie, dem Warlock und seinem Eisenbanner-Loot. Ja, ich habe es hier geschafft, alle 7 Beute zufällig zu bekommen. Und dann gebe ich nochmal kurz mein Bestes zu. Ja, PvP, Eisenbanner ist für mich eher bei Destiny 2 so lala. Also eher so Kryptonit, ein zweischneidiges Schwert. Es ist halt, ab und zu wirklich eine Farce und anstrengend zu spielen. Wie gesagt, da kommt Lunas Geheul an, tot. Kommt eine Schrote an, tot. Kommt eine Super an, tot. Und wenn man nicht im guten Team spielt, ist man sowieso tot. So, das Geile ist, das Matchmaking funktioniert wohl auch nicht so, wie es sein soll. Dann verliere ich extrem irgendwie, weiß ich, 150 zu 40 oder so. Verliere ich dann, dann sagt das Matchmaking, ja, hier, wir teilen Teams anders auf. Dann wird das alles rumgewurschtelt da. Dann starte ich das nächste Match und was ist, ich kriege die gleichen Gegner nochmal. Und schon wieder habe ich nur das Geheul im Gesicht. Naja, auf jeden Fall ist es halt bei mir echt das Kryptonit PvP. Also es hat echt lange gedauert. Am längsten hat halt der Void zugedauert, 50 Sphären zu erzeugen. Ich bin hier mit der Super reingegangen, mit der Lehre Super hier, mit Warp Nova mich reingelatscht hier. Das hat einigermaßen funktioniert, ja. Musste mich erstmal drauf einstellen hier auf die neue Nova. Hat ein bisschen gedauert. Man sieht es auch auf meinem Channel bei einigen anderen PvP-Matches. Das war nicht so wirklich gut mit der hier. Aber ich habe mich jetzt einigermaßen eingespielt und das heißt, ich muss erstmal R2 ganz gedrückt halten und dann kann ich loslassen, dann gibt es mehr Damage. Ich habe es einfach verpeilt. So, ja, erstmal das dazu. So, dann gucken wir uns dann kurz eben alles an hier, so die ganzen Beutezüge, wie gesagt, alle 7 abgeschlossen, ne? Hier gibt es immer mächtige Ausrüstung, das heißt, normalerweise müsst ihr das Set voll haben und der Warlock müsste gleich komplett im Gewand vom Eisenbanner sein, wenn nicht, dann ist es halt schade, aber sollte eigentlich. Zudem müsst ihr den auch noch auf 600 kriegen, ich habe den Moment aktuell auf 599, mir fehlt eigentlich nur noch der Helm und dann bin ich durch, also eigentlich ganz gute Drops bekommen diese Woche und Schmerzsiegel, wie gesagt, muss man trotzdem spielen. Aufgrund halt, das ist übrigens eine schmelzige Ausrüstung hier, ja, ist nicht jetzt extrem gut, aber okay. Aber schmelzige gibt es im Moment doppelte Tapferkeitspunkte diese Woche. Nächste Woche gibt es sogar dreifache Tapferkeitspunkte. Auf jeden Fall dementsprechend auch spielen. Immer schon die Beutezüge mitnehmen, auch von natürlich vom Eisenbahn Beutezüge machen oder halt auch von Lord Shax etc. Vielleicht, wenn ihr schon das kleine Gramm EP eingesammelt habt oder auch die 20 Beutezüge bei Equaray abgegeben habt, dann behaltet die Beutezüge eigentlich einfach so wie ich hier. Ich sage es gerne nochmal, sage ich jedes Mal, ich weiß, aber ich mache es trotzdem nochmal. Behaltet die Beutezüge einfach hier auf der hohen Kante, wenn ihr nicht gerade den Loot daraus braucht. Ja, so wie ich. Behaltet die einfach auf für Petra 8 Stück behalten. Ja, da gibt es dann auch wieder mächtige Ausrüstung. Auf jeden Fall einfach behalten und dann seid ihr da gut dabei. So, dann wollen wir kurz mal eben gucken, wie man denn aussieht, wenn man denn hier die Rüstung komplett abholt. Ja, abgibt, wollte ich gerade sagen, abholt. 852 Tokens habe ich noch übrig und ja, wie gesagt, gucken wir eben rein mit Dreieck, wie gesagt, kann man reinschauen hier. So, das gibt es dann für den Warlock, so sieht man dann aus. Eigentlich ganz nett, cooler als beim Titan, ja, so sieht man aus. Finde ich eigentlich ganz nett, also kann man so stehen lassen, also finde ich nicht übel, deswegen will ich da auch die Rüstung komplett haben. Ja, die Waffen ist sind mir fast egal, sag ich mal, außer die Rolls stimmen, aber insgesamt sind mir die eigentlich egal. Zudem sei gesagt, die ganzen Beutezüge sind natürlich gekoppelt hier unten an die Ausrüstungsgegenstände, ja. Das heißt, wenn ihr einen Beutezug abgegeben habt, ist unten dann die Freischaltung von den einzelnen Sachen. Das heißt, ich kriege die Rüstung auf jeden Fall zusammen. Und dann habt ihr hier, wenn ihr die 7 alle gemacht habt, kriegt ihr die unten ganzen Freischaltung auch. Dann müsst ihr natürlich kaufen, ja. Kostet natürlich auch anständig. Aber nichtsdestotrotz, es lohnt sich trotzdem. So, jetzt machen wir erstmal die Beutezüge auf, würde ich sagen. Und schauen mal, was da rauskommt. Wie gesagt, der Helm, der kommt dann auch. So, erstmal alles hier in Ruhe entpacken oder beziehungsweise öffnen oder abgeben, wie man es gerne hätte. Lichtträger hier einmal, erzielt super Todesstöße im Eisenbanner. Da gab es schon mal Wolfsclown, okay, und Eisenbanner-Token natürlich. Dann in der Zone, nimmt Zone im Eisenbanner ein. Auch erledigt, da gab es jetzt hier die Schieße, gab es jetzt hier die eiserne Erinnerung, Handschuhe. Dann hier Strahle weiter, erzeuge Sphären des Lichts im Eisenbanner. Hat am längsten gedauert, diese 50 Sphären zu produzieren, sag ich mal. Hat sowas von lange gedauert, es geht gar nicht. Also das hat, ich habe extra noch die Krönungs Ansprache extra noch rausgebuddelt, hier noch auf die auf Meisterwerk gemacht, damit das ein bisschen schneller geht, aber wie gesagt, dann kriege ich halt mal eben immer verflossen ins Gesicht, also da waren schon einige PvP-Cracks unterwegs, die mich einfach mal abgeholt haben. So, Strahle weiter, erzeuge Sphären des Lichts, achso, okay, kommt jetzt. So, Bärengebrüll, okay, wie gesagt, gucken wir uns alles gleich nochmal nach und nach an, was da auch an Perks draußen ist. Dann gewinne Matches im Eisenbanner hier, Eisensieg, 7 Stück auch erledigt. Dann einmal, um genau zu sein, erziele präzise Todesstöße im Eisenbanner. Da haben wir dann Reif der Erinnerung und jetzt der letzte Beutezug hier vom Eisenbanner. Eine Woche Arbeit, besiege andere Hüter im Eisenbanner. Auch erledigt. Da gab es hier eine Waffe im Drachenatem.
Okay, aber es hat jetzt nicht komplett mit 600 voll gekriegt, leider, aber macht nichts. Kann man es ja noch rausziehen und kaufen. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz für andere Sachen. Spukfestival-Kram muss ich auch noch fertig machen. Und wie man sieht, ich bin vollgepackt mit Tokens und allen anderen Kram. Das heißt, ich muss langsam mal wieder anfangen, hier ein bisschen was leer zu räumen. Aber wir gucken uns erstmal die Sachen an, die ich gekriegt habe. Zudem kann man natürlich auch was Höheres droppen, als das, was ich gerade so bekommen habe. Aber die Sachen sind gerade mit 600 alle gedroppt hier. Einmal Wolfsklauen hier, Impulsgewehr. Perons Schläge waren so hart, dass unsere Feinde gar nicht merken, was um sie geschah, bis es zu spät war, laut Saladin. Hier haben wir einmal größere Munitionsreserven, leicht erhöhtes Nachladetempo, und wenn das Magazin leer ist, hier einmal weiter Lauf, dann einmal Polygonlauf, dann hier einmal legiertes Magazin, dann einmal Leichtmagazin, hier einmal auf alles gefasst und dann hier durchschlagende Reserven. Ja, geht so, sonst nimmt man halt die Waffe zum Infundieren, ja, weil ich habe ja eigentlich genug andere gute Waffen. Dann hier einmal Drachenatem, Maschinenpistole, wenn ein Feind Timur gesehen hat, war es auch schon vorbei für ihn, ob er es wusste oder nicht, Lord Saladin. Da haben wir einmal leichtes Gehäuse, superbe Handhabung, bewege dich schneller, wenn du diese Waffe ausgerüstet hast. Dann einmal Pfeilspitzenbremse, hier einmal kanalierter Lauf, dann einmal Zusatzmagazin, dann hier einmal Prallgeschosse, dann hier einmal bewegliche Zielscheibe und zum Schluss hier dynamische Schwungreduktion. Ja, geht auch so, ne? Hauptsache Power Level 600, sag ich immer, ja, zum Infundieren sind die auf jeden Fall geeignet. So, das ist gar nicht schlecht. Bärengebrüll, Raketenwerfer mit Zielsuche ist ganz gut. Der Raketenwerfer an sich ist auch gut, macht gut Damage. Mit Clusterbomben, also Zielsuche und Clusterbomben wäre natürlich noch geiler. So, Simulas Verteidigung hat unheimlich viele Angriffe im Keim erstickt. Seine Vergeltung erschütterte alles, Lord Saladin. So, auf Level 3, wenn ich den jetzt zerlegen würde, würde ich, glaube ich, sogar noch Meister wegkriegen. Mache ich natürlich nicht. Durchschlagendes Gehäuse hier einmal, langsames Feuer und hoher Schaden. Diese Waffe ist präziser, wenn sie unbewegt ist und die Zielrichtung benutzt wird. Dann Gegengewicht, einmal hier Smart Driftsteuerung, dann einmal Schwarzpulver, hier einmal Hochgeschwindigkeitsgeschosse, dann einmal Zielsuchmodul, sehr gut, dann einmal Killclip, wenn man nach einem Kill nachlädt, versucht man einen erhöhten Schaden. Eigentlich auch okay, wie gesagt, auf Level 3, ja, wird auf jeden Fall nochmal behalten. Die kann man vielleicht mal spielen mit Solarschaden, das ist schon ganz okay, das kann man vielleicht sogar noch gebrauchen. So, dann haben wir einmal Reif der Erinnerung, um unsere Sinne zu schärfen. Wenn wir zurückkehren, da haben wir einmal Isolation, dann einmal schon besser, hier einmal noch Maschinenpistolenreserven, dann einmal Scharfschützenplünderer, Scharfschützengewehrplünderer, mit meinem eingesetzt natürlich, dann habe ich auch die Schuhe gekriegt, genau, Eiserne Erinnerung, Beinrüstungsschutz, Beinschutz, um unsere Füße in Bewegung zu halten, wenn der Weg auch dunkel ist, okay, dann haben wir hier einmal restaurative Warlock-Rüstung für bessere Erholung. Dann haben wir einmal erhöhte Mobilität, dann erhöhte Belastbarkeit. Hier einmal Bogengeschick, dann einmal Dynamo, dann Handfeuerwaffenplünderer und hier einmal Pistolenplünderer. Okay, die Perks sind jetzt nicht so geil. Also die Sachen spiele ich meistens eher nicht. Wird trotzdem eingesetzt. Vielleicht ist das andere ja besser. Rein infundieren oder nicht? Ich infundiere mal rein. Wie gesagt, wenn das gleiche Sachen sind und man infundiert rein, kostet halt nur 5000 Glimmer. Das kann man eigentlich machen. Wie gesagt, die Perks hier gefallen mir hier gerade besser. Deswegen lasse ich mal das. Mach ich jetzt mal so rein. Tut dann nicht weh. So, die anderen Blocks auch nicht blöd. So, hier habe ich natürlich auch dann Eiserne Erinnerung Kleidung gekriegt. So aus dem Eisenbanner, um unsere Körper in der Kälte der Nacht zu wärmen. Ja, da haben wir hier einmal verbesserte Erholung, dann hier erhöhte Belastbarkeit, dann einmal verbesserte Gesundheitsregeneration, dann haben wir hier ruhiges Maschinenpistolenzielen, dann einmal ruhiges Scharfschützenzielen, hier einmal noch Impulsgewehrreserven und dann Primärmunition. Finder auf 3, also würde auch theoretisch Meisterwerk-Kern rauskommen, aber wir setzen es mal eben kurz ein, damit ich halt meine Rüstung komplett habe. So, da haben wir Eisenerinnerung, Panzerhandschuhe, um unsere Hände warm zu halten, wenn das Feuer nur schwach brennt. Da haben wir einmal verbesserte Erholung, dann einmal erhöhte Mobilität, dann erhöhte Belastbarkeit. Belastbarkeit natürlich rein. Fusionsgewehrlader, dann hier einmal Schwungübertragung, wird reingenommen. Dann hier Schwertplünderer und dann Spezialmunitionsfinder, wird natürlich auch reingenommen. Auf Level 2, okay, ist noch mit Perks noch einigermaßen okay, kann man so stehen lassen, nicht weltbewegend, aber okay. So, da haben wir noch schön eiserne Erinnerung, Kapuze hier, um unsere Feinde auch dann noch zu sehen, noch sehen zu können, wenn das Licht gedimmt ist. Der Helm ist eigentlich ziemlich nice, ich finde ihn eigentlich ziemlich ganz cool so. Restaurative Warlock-Rüstung, hier einmal mit Plus-3-Verstärkungsmodifikation, dann einmal verbesserte Gesundheitsregeneration, hier Handfeuerwaffen zielen, dann einmal Energiewaffen zielen, dann einmal Raketenwerferreserven und dann hier Spezialmunitionsfinder, okay, auf Level 3 auch, ganz gut. Theoretisch wäre ich jetzt Level 600, aber ich muss mal gucken hier, was ich hier rein infundieren kann. Was ist denn hier schlecht und was ist gut? Na, leider. Also, mein Schal ist jetzt auf 600. So, Triumph abgeschlossen, die Überlegenheit eines Warlocks. So, muss ich mal kurz machen.
So, aber jetzt machen wir wieder zurück, damit ich meine Rüstung vollständig habe hier. So sieht er jetzt aus. Eigentlich ganz nett und ganz schick. Wie gesagt, eigentlich normalerweise Folgelevel, Power Level wäre normalerweise jetzt fertig. Aber wie ihr seht, habe ich jetzt eine Rüstung nur damit. Ich werde noch ein paar Engramme noch einlösen gleich. So, kurz mal eben hier das mal eben mitnehmen. Für den Warlock hier mal kurz gucken. Hier Triumphe. Haben wir natürlich auch noch genug zu tun. Ich weiß gar nicht genau, wo ist Lösche hier deine eigentlich Gegner Eisenbanner? aus, ernte ihren Eisenbanner, Ruhm. Eisenbanner. Da ist Eisenbanner. Mal gucken, was ich eigentlich alles erledigt habe. Verdiene in allen Events und Seasons Eisenbanner-Pakete. 83 von Ein 100. Hüter zu Dann sein Yuldis, bedeutet, das Licht Yolders Sieg hier. anzuwenden, Gewinne zum Matches in der Schutz des Eisenbanner-Playlist. letzten Rests In der allen Events und Menschheit. Seasons. 41 Es Sieger habe ich jetzt bedeutet, eingefahren, vor dass du wenig. der Tod Felwinters dieser Schuld Zorn, dann einmal Teemos verpflichtest, Forschung, einmal Eisenbanner hier auch Rollen erledigt. und Scores Elite, schießt in allen Events und Seasons Eisenbanner-Beutzüge ab. Okay, 19 von 25, okay. Dann Efrids Geschenk hier einmal sammeln in einer Saison Eisenbanner-Pakete. Okay, da kann ich ja dann noch ein paar raushauen, dass das auch noch fertig Als der ist. Also Kriegsgast mache ich gleich Ruhm noch erfeiert, 50 ist Pakete auch noch guter Rat raus. Ja, gesagt. vielleicht klappt das ja mal gucken. Zeit Dann gewinne ausgeben, mindestens ein Tod des Eisenbanner-Mensch mit jeder Geschlechtsgästen. Charakterklasse. Habe ich noch nicht Jäger freigeschaltet. Könnte ich natürlich auch einfach switchen rübergehen und machen, aber das mache ich jetzt noch nicht. Ja, Perons Taktiken, hier einmal Gideons Zeit ist Rüstung, gekommen, Hüter, Similas des Schöpfung noch gar Eisenbanners nicht. Schießt auf Feuer. drei einzelnen Charakteren jeden verfügbaren Eisenbahnerbeutzug an einem einzigen Event ab. Okay, das ist auch nicht so einfach. Und dann haben wir hier noch Song 4 Eisenbanner. Erhalte Eisenbahnerpakete in Song 4, 11 von 15. Dann einmal Season 3 Eisenbanner abgeschlossen. Gut, das ist ja vorige Saison gewesen. Season 4 Eiserne Erinnerung, Sammlung abgeschlossen, Matches abgeschlossen, Gegner besiegt, sammle. Das Eiserne Erinnerung Das Rüstungsset. Achso, Turnier okay. feiert die Okay, also gute muss ich das alte Rüstungsset Zeit. eh tragen und dann das Zeig, alles abschließen. aus Okay, da habe ich welchem noch gar nicht Holz du gemacht. geschnitzt Gut, habe ich bist. nicht drauf geachtet. Also wie gesagt, hier kann man den Trumpf hier auch noch verfolgen und machen. Aber jetzt wollte ich mal gucken, wie viel ich noch rauskicken kann hier, um mal eben 15 Stück noch Bereit für einen rauszuholen. Kampf ohne Pakete. Grenzen? Reicht das? Ich hoffe schon, ich habe jetzt eigentlich genug gekriegt. So, ich hole einfach einen nacheinander raus hier. Gucken wir uns dann später nochmal kurz ein paar Perks an. Aber prinzipiell will ich den einfach alle zerstückeln. Und hoffen, dass da irgendwo noch Meisterwerk rauskommt. Ja, halt eins mal vergessen, Song 4. Okay, das war schon. War es das eben schon? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das stand doch da eben schon. Naja, ich mache kurz mal eben noch ein bisschen weiter. Ich kann noch ein bisschen was rausholen. Wie gesagt, habe ich noch Tokens übrig. Aber ich will jetzt nicht alle ausgeben. Vielleicht fürs nächste Mal auch noch mal ein bisschen was überbehalten. Aber die kommen ja wieder allein schon mit den Beutezügen. Jeweils 25 Tokens. An sich ganz gut. So. Kommen ja eigentlich für Perks raus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Mal gucken, wenn ich das hier kaufen würde. Oh, geht so. So, die Waffen müssen wir uns auch noch mal kurz angucken hier mit den Perks, was es hier so gibt. Wolfsklauen, Impulsgewehr. Was haben wir denn hier denn, wenn ich die kaufen würde? Größere Munitionsreserven, leicht erhöhtes Nachladetempo, wenn das Magazin leer ist. Dann haben wir hier Korkenzieher-Drall, dann Kleinkaliber, dann hier einmal Großkalibergeschosse, dann einmal weitmündiger Magazinschacht. Gesetzloser, präzise Kills verringern deutlich die Nachladezeit und dann hier Killclip, wenn man nach einem Kill nachlädt, wo sagt man erhöhten Schaden. Eigentlich gut, aber ich habe da halt andere Waffen, deswegen kaufen wir die nicht. Fuchsbiss Scharfschützengewehr hier nochmal eben. Was haben wir denn hier? Aggressives Gehäuse, hoher Schaden, hoher Rückstoß, hier Korkenzieher-Drall, dann einmal Polygonlauf, dann haben wir verbesserte Geschosse, Fallmagazin, dann haben wir hier Schnappschussvisier, es geht schneller, die Zielvorrichtung zu benutzen und dann hier einmal wirkliche Zielscheibe, erhöhtes Bewegungstempo und Zielerfassung, während man sich bewegt und die Zielfassung benutzt, eigentlich ganz okay. Auch ganz okay. Sniper-Schütze bin ich eh nicht, aber nun gut. So, den Loot haben wir jetzt auch noch mal kurz geholt. Mal kurz zur Baustelle gucken, ob ich noch ein paar Meisterwerkkerne rausziehen kann. Wie gesagt, ich könnte jetzt auch einfach alle Tokens rauskloppen, mache ich aber nicht, weil ich bin dann ein Sparfuchs ab und zu, ja. Lass ein paar Sachen einfach auf der hohen Kante und guck dann, ob ich da irgendwas nochmal von gebrauchen kann oder nicht. So, Schnelltreffer, bewegliche Zielscheibe, okay. Aber wie gesagt, die haue ich jetzt einfach weg. Ich spiele mit den Waffen eh nicht. Da ist schon der erste Meisterwerkkern übrigens. Ja, ich bin jetzt im Moment heiß auf die Meisterwerkkerne. Die 600er Sachen lasse ich natürlich unangetastet, ja. Erstmal. So. Löwengebrüll, was haben wir jetzt hier? Selbstladerhalter, Killclip. Was ist denn da jetzt besser? Beides ist zielsuchend. Was ist das hier? Selbstladerhalter. Die Waffe im Halter wird nach einer kurzen Zeit automatisch geladen. Brauche ich nicht. Müsste auch Meisterwerkkerne übrigens rauskommen. Nö. Gut, war falsch. Schade. Hätte ja klappen können. Mist. So, was haben wir hier noch? Die beiden Sachen sind auch unnötig, bräuchte ich nicht. So, ja, ich könnte auch viele Sachen wieder in den Tresor packen und so, aber nein, ich brauche jetzt den Loot hier raus. Und wenn, dann kann ich mich immer noch wiederholen, bis Dienstag ist noch Zeit. Dementsprechend lasse ich das jetzt erstmal so, wie es ist.
Kurz mal gucken hier. Automatikgewehrreserven. Besitzgewehrplünderer. Mach jetzt mal eben so und dann sehe ich das mal eben hier rein. Aber die Perks hier sind, fand ich jetzt nicht so gut, weil die sind besser hier, finde ich. So, kostet wie gesagt nur 5000 Glimmer. So. Impuls, ja, wie gesagt, das ist schon ein bisschen besser, ja. So, gut, den recycle ich auch nochmal eben. So, ein Meisterwerk hätte ich eben noch rausgeholt. Aber hier müsste ja auch noch was drin sein. Und dann gucken wir kurz mal im Triumph mal eben nach, was ich jetzt gerade erreicht habe. Und dann war es auch schon. Das ist Eisenbahner-Loot hier beim zweiten Schar. Ich bin zufrieden mit, hat lange gedauert. Hat mega abgenervt, zum Teil auch, wie gesagt. Oh, noch Meisterwerkkerne. Okay, zwei Meisterwerkkerne. Auch mit zufrieden. Aber so einige Sachen sind halt wirklich extrem nervig im PvP. Aber man muss es gerade im Moment spielen, weil, wie gesagt, Eisenbahnerzeit und es hat Tapferkeitspunkte sind verdoppelt und nächste Woche verdreifacht. Also muss man halt spielen. So, das habe ich auch erledigt. Gut. So, warte mal. Okay, Paket, maximale Paket abgeholt. Also, das weiß ich gar nicht, was es sein soll. Naja, nichtsdestotrotz kommt man voran. Und dann bedanke ich mich jetzt erstmal herzlich fürs Zusehen. Und danke für den Support hier mal auf diesem Channel an alle. Und zudem, Fails am laufenden Band natürlich hier auch bei mir. Und nichtsdestotrotz komme ich trotzdem irgendwie voran. So sieht man mal Schar aus in der ganzen Rüstung hier. Eigentlich ganz nett. Und Power Level 600 ist auch erreicht. Ja, dann nochmal danke und bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüss.